Jetzt nochmal auf Schatzsuche zu gehen, ist vielleicht nicht so schlau. Aber ich mach's halt, weil ich nicht weiß, was passiert. Was ist, wenn ich nach links gehe? Geht der Punkt dann auch nach links? Nicht unbedingt, oder? Weil es kann so weit weg sein, Junge, dass ich nichts mehr raff. Vielleicht ist es auch eine Schatzkarte für die Hölle. Steht da vielleicht irgendwas dabei? Lol, da stehen die Koordinaten. Da fliege ich ja gerade hin, oder? Das ist mir zu weit. Das ist mir eindeutig zu weit. Da habe ich keinen Bock drauf. Das sind 33.000 Blöcke. Gut, dass ich es rausgefunden habe. Dieser Berg sieht irgendwie sus aus. Aber ist er halt nicht. Nee, Mann, 33.000 Blöcke. Das ist die Hälfte von der Strecke, die wir damals gelaufen sind. Kann sich bestimmt jemand von euch vorstellen, dass ich darauf keinen Bock habe. Deshalb Arsch lecken und ich habe keine Schere dabei. Warum ich jetzt diese Büsche sammle, die stelle ich dann bei mir auf, ganz einfach. Und dann werden die automatisch gepflückt. Dann brauche ich nie wieder was essen gehen. Das ist doch easy. Lamas kann man, glaube ich, auch nicht fortpflanzen. Aber ich frage mich auch, was die mir bringen sollen. Außer, dass sie mir ins Gesicht spucken. Aber da stehe ich nicht so drauf. So, unnötig gewesen, dieser Ausflug. Und wenn ich das gleich gemerkt hätte, dann wäre ich glücklich gewesen. Die Karte, die kann ich jetzt auch mal da rausnehmen, weil die bringt mir nichts. Waren hier nicht die Blumen oder sowas, die blauen? Ach, guck mal. Nehme ich auf jeden Fall mal mit. Man kann die immer gebrauchen. Hey, du übersiehst da einen Haufen Bärenbüsche. Warum nimmst du nicht alle mit? Weil ich keinen Bock habe, alle mitzunehmen. Ein paar. Nicht alle, aber ein paar. Und ich nehme jetzt halt nur die mit, die auf meinem Weg liegen. So, und jetzt würde ich gerne ein bisschen schneller nach Hause, weil ich mich sehne nach blauen Blumen. Das sind zwar diese mystischen Blumen, aber die nehme ich auch mit, ist ganz klar. Ich habe irgendwie keinen Bock für eine Schatztruhe oder was das ist, 30.000 Blöcke weit zu fliegen. Das sind sogar mehr als 30.000. 50.000 kann man sagen. Weil einfach, es nervt einfach. Wozu sollte ich das machen? So, und ich weiß nicht, wo es nach Hause geht. Alter, das sieht geil aus hier. Oh Mann, jetzt habe ich mich natürlich wieder verfangen. Ich muss dahin, das heißt, ich muss hier hin.
Sind wieder so viele Bärenbüsche. Da habe ich eigentlich gar keinen Bock drauf. Aber ich hole sie halt, weil es einfach satisfying ist. Aber irgendwann reicht es halt auch, weil ich kann gar nicht so viele aufstellen da hinten. Nehme jetzt noch ein paar mit, bis ich nach Hause komme, und dann gewöhne ich mir das wieder ab. Weil das ist nicht cool. Ah ja. So, ist hier nicht irgendwo dieser komische Tempel oder sowas? So, da ist mein Haus. In Richtung Osten. Ich lebe sozusagen im Osten. So, diese Schatzkarten, die nerven mich. Die haben mich ein bisschen enttäuscht. Ich dachte, es ist hier um die Ecke oder sowas. Aber dass das dann 30.000 Blöcke weg ist, das hätte ich nicht gedacht. Darauf habe ich auch ehrlich gesagt keinen Bock. Wie viele Blöcke sind es denn jetzt? 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17. So, und eigentlich könnte ich das so machen. Das geht natürlich nicht. Aber das geht. Und das geht. So. Sieht zwar nicht schön aus, aber Hauptsache die Bären sind hier alle. Schaue ich mal, wie viel der schon hat. Ich habe 22. Er hat wahrscheinlich schon mehr als ein Stack. Ah ja. Da habe ich mich natürlich ein bisschen verschätzt. Was macht denn eigentlich jetzt die Hundescheiße da unten? Ist sie immer noch auf? Ich kann mir nicht vorstellen, dass das so langsam ist. Wirklich nicht. Und er hat halt einfach kein Elektrotin mehr. Inferium natürlich. Aber der arbeitet hier noch fleißig weiter. Ach, guck mal, 52. Das ist ja krank. So, die kann ich abreißen. Und das hier. Der hat keinen Bock mehr, also der hat zwar noch Strom, aber keinen Bock mehr. Der hier hat auch Strom, aber keinen Bock mehr. Ach, jetzt weißt du, wo das ganze Zeug hin ist. Ich meine, da kommt jetzt wahrscheinlich nur Holzfeldhacken raus. Ja, gar nicht mal so schlecht. Ein Kürbis. Naja. Okay. Sollen wir noch warten? Komm, wir warten jetzt mal noch. Das kann er nicht mehr weitermachen, aber der hier. Ich nehme die mal raus und so sehr wie es mir weh tut. Werde ich einfach mal das hier machen. Das lässt sich leider nicht verhindern. Kann ich das wieder da reinmachen? Nee, ich laufe jetzt damit rum. Da muss ich jetzt dann halt mal die Dinger anpflanzen.
zack und zack und zack und zack. Das ist schon Level 6. So, und das war's. Und das war das ganze Inferium, was wir jetzt da hatten. Das ist absolut deprimierend. Weißt du das eigentlich? Das ist richtig deprimierend. Weil es halt einfach gefühlt nichts war an Inferium. So. Ich weiß jetzt nur nicht, ob dieser Dinger nicht ein bisschen überflüssig geworden ist, wenn der dieses 19x19 Feld macht oder was auch immer. Aber 3x9 ist ja 27, das heißt, da ist ein Scheißdreck überflüssig. Ich schaff das nämlich gar nicht so weit. Aber ich bin froh, dass die Farm sich immer noch nicht ausgezahlt hat. Das war ja blöd. Zahlt sich nämlich erst aus, wenn überall Tier 6 ist. Dann ist Hardcore. So, das Fleisch ist von eurer Scheiße, also macht mal weiter. Die Holzfeldhacken leider auch. Warum auch immer die da rauskommen. Ich kann ja jetzt eigentlich auch wieder so machen. Und wo sind denn meine ganzen Dank-Nulls? Oh, ich hoffe, ich habe sie nicht verloren. Oh Gott. Was habe ich getan? Ich hoffe, die sind da oben drin. Habe ich sie wieder weggeschmissen, oder was? Bitte lass die da drin sein, irgendwo hier. Oder hier oben. Oh Junge. Erleichterung des Todes. Ich dachte, ich hätte die wieder weggeschmissen. Ah, zum Glück nicht. So 109 mal Hundescheiße. Das kannst du mir auch wieder zu diesen Boxen machen. Eigentlich kann ich das selber machen, aber ich bin zu faul. Da ist ja eh noch Strom drin in diesen Dingern. Alter, wie schnell die das gecraftet haben, Junge. Ja, schon wieder ein neues. So, mach mal hinne. Und das hier auch noch. 18 Boxen, mal sehen, was rauskommt. Redstone, Feder, Kies, eine Batterie habe ich gesehen und so ein Konservendingsbums. Und Feldhacken des Todes. Kann ich die auch da reinmachen? Ach, und eine Holzspitzhacke. Ja, das ist doch schön. Also Feldhacken werde ich niemals, ich werde niemals Holzfeldhackenmangel haben, das ist ganz klar. Allgemein Feldhackenmangel werde ich nie haben. Nicht schlecht. Eine Batterie habe ich auch. Was auch immer ich mit der machen kann. Auf jeden Fall selten, dass die rauskommen. Hier sind die ganzen Dinger, ich glaube, die habe ich schon mal gezeigt. Diamant tatsächlich unter 0,01%. So viel können die Hunde gar nicht scheißen. Ja gut, das gucke ich mir jetzt gerade zum zweiten Mal an. Also, naja. Wie dem auch sei. Es sieht auf jeden Fall ziemlich gut aus hier unten. Das gefällt mir, das Tempo hier. Trotzdem. Wo ist der zweite Hundeschiss? Ich habe gerade gewartet, bis der hier auf 2 hochgeht. Ah, 3 sogar. Naja. Ah,